7 Jahre Gefängnis für einen Regiebankräuber. Das fordert die Luzerner Staatsanwaltschaft. Der Mann hat mehrere Banken im Kanton Luzern überfallen. Vor 2 Jahren hat die Polizei ihn geschnappt, als er nach dem Überfall auf die Kantonalbank Zweggis auf die Regie geflüchtet ist. Heute ist der 56-Jährige aber nicht nur wegen mehrfachem Bankraub, sondern auch wegen illegaler Pornografie vor Gericht gestanden. Am Prozess heute vor dem Kriminalgericht Luzern hat der Beschuldigte sehr einen geknickten Eindruck gemacht. Kennen tut man den 56-jährigen Schweizer als Rigi-Bankräuber, weil er nach einem Banküberfall, den er im Juli vor 2 Jahren gemacht hat, mit der Seilbahn auf die Rigi geflüchtet ist. Nach dieser Tat konnte man ihn dann auf der Rigi verhaften. Er hat vorher noch 2 weitere Banken überfallen, wo er aber davongekommen ist. So ist er zuerst mal am schmutzigen Donnerstag 2015 zu Rotenburg maskiert auf die Luzerner Kantonalbank und hat Geld verlangt. Im November vom gleichen Jahr hat er in Hochdorf eine Kantonalbank überfallen. Jedes Mal musste er sich vorher Mut antrinken. Das hat er mit einer Thermosflasche voll Wodka Orange gemacht. Sonst hätte er das nie getraut, hat er heute vor Gericht gesagt. Am 56-jährigen Schweizer werden noch andere Straftaten vorgeworfen. Der Deliktskatalog ist lang. Unter anderem versuchte Erpressung, Betrug, Urkundenfälschung, Raub, Pornografie und er hat gegen das Waffengesetz verstoßen. Der Beschuldigte hat gesagt, er habe das für seine Familie gemacht. Er habe finanzielle Probleme mit seinem Geschäft. Und seit der Heirat im Jahr 2009 sei generell auch der Geldbedarf gestiegen und er habe seine Frau auf keinen Fall verlieren. Die Staatsanwaltschaft fordert jetzt insgesamt 7 Jahre Gefängnis. Die Begründung ist, es handelt sich dabei um eine Tat und eine schuldangemessene Strafe für die Straftaten, die er begangen hat. Eben die 3 Raubüberfälle auf Banken, das sind schwere Straftaten. Zudem hat er weitere Vermögensdelikte begangen, unter anderem Betrug, Erpressungsversuche, auch schwere Straftaten. Wenn man das so zusammennimmt, dann komme ich auf 7 Jahre. Im Gegensatz zum Staatsanwalt hat der Anwalt des Beschuldigten vor der Kamera heute aber nichts dazu sagen. Der Beschuldigte war heute vor Gericht sehr emotional. Er hat Straftaten im Wesentlichen gestanden. Bei der Einvernahme konnte er manchmal nicht mehr weiterreden, weil er musste brüllen. Ihm war es sichtlich unangenehm, auch als der Richter ihm kritische Fragen gestellt hat. Jetzt ist er im vorzeitigen Strafvollzug. Die Zeit, die er jetzt schon abgesessen hat, kann dann an seine Freiheitsstrafe angerechnet werden. Weil der Beschuldigte geständig ist und seine Taten bereut, kann auch das Gericht ihm positiv anrechnen. Das Urteil vom Kriminalgericht Luzern wird dann schriftlich eröffnet. Bis wann genau, ist aber noch unklar.